So, deswegen habe ich mir auch so vorgenommen, dass ich jetzt nicht mehr so skaten gehe, wenn ich besoffen bin. Das ist auch das Allergeilste so an diesem ganzen Musikding, dass ich mir jetzt endlich die Boards kaufen kann, auf die ich Bock habe. Vor fast 3 Jahren habe ich meinen ersten Track released. Und mach was ich will. Max und ich haben Poesie gemischt mit Bier. Ja. Sieht halt aus wie so ein Fisch, Digga. Es ist Valentinstag, Leute. Also. Guck mal, wir zeigen dir mal, wie das läuft. Yeah. Du kriegst halt einen Stapel Karten. Yeah. Ungefähr so. Okay, deck eine auf. Ich deck eine auf. Wir gehen so. Jetzt aufs Höchste, ja? So. Boah, ich bin direkt gefickt. Ja. Okay, und? Konsumenten weltweit 2 Milliarden. Bro, 19 Millionen. Siehst du? Dann krieg ich die Karte so. Und wer am Ende alle Karten hat, so. Weißt du, du gehst halt. Es gibt immer eine Runde, wer dran ist. So, weißt du, wer sagen darf, wer eine Karte aufdeckt und sagen darf, ey, guck mal. Er ist jetzt dran und sagt jetzt, auf welche Stats er gehen will. Hier, guck mal hier. Hier gibt es halt diese Konsumwirkungsdauer, Preis pro Rausch, Konsumenten. Und wenn du das Höchste hast. Das ist so eh nice, das macht schon Spaß. Ja, so oder jetzt so bei seit so? Das Niedrigste. Wenn du so, keine Ahnung, dann hast du gewonnen. Sag mal. Was wolltest du gehen? Jetzt? Ja. Digga, Konsum belegt seit 8500 vor Christus. Okay, Digga. Guck mal, ich habe Konsum belegt seit 1997. Das tust du jetzt 12, was ist das denn, Digga? Das ist auch immer so voll viel Bullshit bei. Aber. Ich danke euch, dass das funktioniert hat. Ja, also, das ist chillig. Und im Prinzip, was mich das erste Mal interessiert, und zwar, ihr seid ja jetzt gerade auch in Wien, da macht sich das ja auch irgendwie ergeben. Ihr lebt ja beide aktuell in Berlin. Ja. Und seid so gefühlt eigentlich relativ oft in Wien jetzt gewesen. Ja, beides gleichzeitig, ne? Also es ist halt immer so dieses Switchen, so weißt du, wir sind nach ein paar Monaten in Berlin, ein paar Monate hier so, auf entspannt halt so. Aber so was ist so der, also was zieht euch nach Wien? Jetzt mal auch abgesehen so von Ja, es ist irgendwie so stressig, ist voll schön hier. Ja. Ich meine, halt in Berlin hast du dieses Und irgendwie geil, wenn man für den Kopf so und auch für den kreativen Prozess, dass du mal hier und mal da bist und nicht die ganze Zeit nur an einem Ort und immer die gleichen Eindrücke. Ja, safe, das ist halt immer schön so. Auch wenn, das und kannst hier du catch auch nicht jede Ecke. Ja, genau. Das ist egal. Aber das ist halt auch nochmal schön so. Aber das ist auch, was du auch, glaube ich, meinst, so ist halt einfach auch diese Studiosituation. Wenn du halt immer in die gleichen Studios in Berlin gehst, so, weißt du? Und dann gehst du halt so in Wien halt ein komplett neues Studio, dann kriegst du nochmal einen komplett anderen Vibe. Aber wo so, nimmst du auch für Wien oder so? Wie? Also am meisten eigentlich bei Bibiza im Keller. Ja. Okay, also. Ich habe heute wieder bis 6 Uhr morgens bei Bibiza im Keller und dann mit dem Gin getrunken. Das ist beste Studio im ganzen Leben. Also das ist unser Herzensstudio. Soll ich draufdrücken? Nein, ich habe auch keinen Plan. Die Böse sind noch zu wenig Knöpfe, dass wir das halt immer verlieren. Warte. Bluetooth? Habe ich den Bluetooth-Knopf gedrückt? Noch spontan gleich ein Musikvideo drehen eigentlich. Hallo? Jetzt ist der verbunden mit irgendjemand anderen von euch. Ich bin auf jeden Fall das. Warte, ich bin safe nicht drin. Ich mache bloß nochmal aus, das safe ich nicht bin. Ich würde nur sagen, zwar, ihr habt ja beide eigentlich einen Sneakerwunsch schon so getätigt. Das haben wir auch organisiert, damit es auch safe da ist. Wir sagen immer noch hinten ohne Dinger. Probieren es aus und dann kann man mal ein bisschen machen. Let's go. So. Ich habe den noch irgendwie noch nie. Doch einmal habe ich den live gesehen. Das ist ein Video, aber sag noch nicht. So. Video, Nummer 1, Nummer 2 und lass direkt nach vorne wieder gehen. So. Also im Prinzip, ihr seid ja eigentlich beide relativ so, ich würde sagen, also für euer Alter und Cheese Skater, also ihr skatet ja eigentlich schon ziemlich lange so. Ja, safe. Wie lange ist das? Du skatest länger als ich, oder? Ja, ich skate 10 Jahre oder so. Ja, bei mir auch. Nee, ich skate sogar 11, Digga. Ich hab grad Kopf, Bro. Setz euch mal mit dir. 41. 41. Digga. Ich geb dir den geilen Drop für Apple. Ich bin sehr nach Check. Die sind super, die machen einen richtig gut. So. Also, du hast dir diesen Hund schon wie gewünscht. Danke, Bro. Habt ihr denn so ein bisschen so einen Wandel gemerkt, so in der, ich schätze mal, ihr seid hier skate-technisch wahrscheinlich so ein bisschen so wo skatet ihr, beziehungsweise so wie
Gibt es so nicht wieder mit dir? Nein, in Berlin, also eigentlich überall. Also ich gehe immer mit den gleichen Leuten skaten so. Das größtenteils. Oder ich gehe halt irgendwo zum Skatepark, wo ich eh weiß, dass Leute sind. Zum Beispiel an der Warschau gehe ich viel skaten. Ja, der Fiji hatte ja vor lange Pause jetzt, wegen Knie-OP. Also ich sollte auch eigentlich immer nur Pause machen. Ja, ich hatte schon immer Probleme mit meinen Knien, so damals auch schon so. Und ist dann immer dazu gekommen, dass mein Knie halt gefickt war, so auch auf das halt durch Skaten und sowas. Und es ist irgendwie immer anders passiert. Aber immer ist es passiert, wenn ich ultra besoffen war. So, deswegen habe ich mir auch so vorgenommen, dass ich jetzt nicht mehr so skaten gehe, wenn ich besoffen bin. Oh ja, so ein bisschen das ist aufpassen. Echt so. Weil dein Körper ist dann voll läsch, so weißt du. Ja, das ist das wirklich beim Skaten verletzt? Was? Also das ist wirklich, das Knie wirklich beim Skaten. Ja, schon öfters. Öfters, Digga. Boah, ich fühl schon böse Switchback, Digga. Aber so in Bezug auf Sneaker, hat sich das jetzt irgendwie über die Jahre so ein bisschen verändert? Sind jetzt so in den Skateparks mittlerweile so die Rich Kids, die ihre Tausende von Euro Schuhen flexen und das war so vor ja, zehn so durch Gewicht einfach, oder? Ja, voll gut. Ja. Also die so meisten, keine Ahnung, manche fahren halt mit total kaputten Vans oder Converse oder egal was für einen Schuh. Und manche legen halt voll das Augenmerk auf den Schuh. Ich verstehe das aber auch irgendwie, ich habe auch nur Liebe zu Schuhen entwickelt durch Skaten so. Ja, weil du halt auch jeden Monat irgendwie einen neuen Schuh irgendwie klären musst so. Und dann irgendwo immer so bei Titus im Sale oder sonst wo immer so Vans. Hey, Bro, hast du nochmal die 40,5 für mich? Schön. Okay, ja, dann nehme ich die eine. 40 für klein, zu klein sein, so weißt du. Ist ein bisschen locker, oder? Nee, ich hab. Also ich habe halt so einen guten Daumenplatz vorne. Soll ich mal schauen? Ja, guck mal. Das ist. Neben. Nee, das passt auf jeden Fall. Ja, das ist länger. Hab ich auch gedacht, so. Das ist auch ein bisschen größer als der Fuß und das ist so. Ja, das ist auch voll anständig. Jetzt hilft, Digga, ich hab. So Hip-Hop-Ort. Ich höre, Digga, komm, ich hab noch nie so Wunschschuhe gehabt. Oder? Doch, ich hatte mal, als ich angefangen habe zu skaten, hatte ich mal Blaue Ease. So richtig fette Blaue Ease. Ja, was? Ease? So, kennst du? So ein bisschen so DC-mäßig, oder? Ja, Ease war halt so, DC war halt so voll protzig immer so, mit so ein paar Applikationen dran. Und Ease war halt immer so, keine Ahnung, so simpel, so weißt du. Das war halt damals so die Sache. Da habe ich dann damals noch bei Drop in Skate Shop geholt. Das war Skate Shop damals. In Mönchengladbach bei mir in der Umtau. Du hast Bluetooth an. Ich hab Bluetooth an. Lass mich mal klicken. Junge, schön. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr so irgendwo so im Park seid und irgendjemand sagt, kann ich ein Lied? Und man so, ja, verbinde ich mal eine Bluetooth-Box. Und dann brauchst du so 1000 Jahre, um mich damit zu verbinden. Ja. Siehst du es? Irgendwie so Sonos. Ja, ich weiß, aber es kommt irgendwie nicht. Ich habe beide auch durch Skaten kennengelernt. Ja, ja. Wie hat sich da jetzt eigentlich sicher mal die. Das sind so Ease-Schuhe, Digga. Das sind die Dinger? Ja, das sind so Neuauflagen von denen. Die hatten so voll lange, die sind so broke gegangen, waren out of business. Ja. Jetzt haben die so Neuauflagen gemacht. So. Okay. Aber auch so voll die alte Skate-Brand. Ja. Ja, okay. Oh, Digga, Lakai bin ich auch. Ja, Lakai. Es gab mal so einen Lakai, den bin ich auch überlang gefahren, Digga. Ja, ich habe eh so Lakai-Fahrer vorgefahren, so Simo Walker, Digga, immer. Boah, ist richtig Walker. Ich war damals eigentlich immer so diese ganze Baker-Schiene habe ich halt voll gefeiert. So. Deswegen habe ich mir jetzt auch ein Baker-Deck geholt, weil ich hier einfach schon immer mein ganzes Leben lang ein Baker-Deck haben wollte, aber nie eins geholt habe, weil ich halt immer diese 50 Euro Yard-Bretter gefahren bin. Ja, das ist ja meistens. Weil das einfach. War einfach für mich damals besser, so weißt du. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt einfach gesagt, komm, ich spende jetzt einfach mal 80 Euro auf dem Skateboard. Das finde ich auch das Allergeilste so an diesem ganzen Musikding, dass ich mir jetzt endlich die Boards kaufen kann, auf die ich Bock habe. Und auch, dass ich keinen Skatesponsor so richtig brauche oder sowas, weißt du. Mhm. Das ist voll geil. Das ist eigentlich krass, weil irgendwo, also ihr macht sie beide eigentlich relativ, also so öffentlich, relativ kurz erst Musik. Und das ist ja eigentlich relativ schnell hier irgendwo. Bei mir ist das jetzt schon. Wie lange habe ich angefangen? Ich glaube, ich habe vor fast drei Jahren habe ich meinen ersten Track
released. Okay. So, und aber seitdem, ich habe halt nicht so steady released, ich habe einfach dann so an einem Jahr so zwei Tracks gedroppt, weißt du, was ich meine? Ja, das geht aber so. Und dann ging das halt los, weißt du, dann habe ich halt auch noch gearbeitet zwischendrin, habe viel tätowiert. Ja. Und ja, dann ging es halt los und Marc und ich kannten uns halt auch schon ein bisschen länger. Durch aber halt immer nur so durch so Skaten, ja. So ein bisschen auch. Ich hatte einen gemeinsamen Freund vom Skaten, so, weißt du. Ja. Und wie hat sich da so die Freundschaft jetzt weiterentwickelt? Also so stand die Dinge jetzt? Immer wenn wir Tattoos gemacht haben. Ja. So, und dann irgendwann hat er mir so seinen ersten Song gezeigt und der war auf Englisch. Ja. Und dann war ich so, ey Bro, ja, mach mal auf Deutsch so. Und dann hab ich lange nichts mehr von ihm gehört und dann kam dieser Vincent Fleflin Q-Pack Track raus und ich war so, yeah, nice. Oh mein Kopf, ja, ich hab dir aber auch eh immer so die gezeigt, die ich so voll gefeiert habe. Ja, ich war da noch in einer Situation, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber da waren auch so ein paar Leute, die schon Musik gemacht haben, halt bei Nico. Ja. Und so, die zeigen so Tracks von sich immer nach. Und ich höre auch richtig, so ich höre immer voll hin, wenn mir jemand was zeigt, was der so. Ich finde Musik ist voll persönlich, ja, eigentlich, oder sollte es zumindest sein. Ja. So. Bro, und ich höre mir das an und so hab mir auch richtig so was dabei gedacht dann. Bro, und dann hab ich was angemacht, hab das Nico gezeigt. Und in diesem Raum hat jeder einfach seinen Scheiß gelabert in dem Moment, außer Nico. Nico hat den Track angehört und es war so Wein, der Track. Und Nico war so, damn bro, der ist hart. Ich hab gesagt, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Ich hab das Gefühl, wie dieses Meme, wo dieser Typ bei der Party in der Ecke steht, so, they don't even know. Ja, ja, ja. Und ich hab Wein und noch vor uns. Und ich war so, Bruder, das ist ein Banger. So. Ja, Erik, so Digga, es war genauso, wo ich auch gemerkt habe, dass du auch so über ehrlich zugehört hast. Ja, das war ja auch schon in der ersten Session. So, wir haben das immer geplant und irgendwann hat es nicht funktioniert wegen Corona und irgendwann haben wir gesagt, komm, mach das einfach. Dann haben wir uns einfach einen Kasten bei dir beim Netto geholt. Ja, Kasten Sterni, Digga. Ja. Und einfach den zu zweit leer gesoffen und einfach diesen Altbau Polar Fans Track gemacht. So. Ja. Fällt nicht ab. Kann man machen. Wie war dieser Moment, wo ihr so realisiert habt? Wir können ja beide offensichtlich auch von der Musik jetzt auch leben. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich für Künstler. Ja, und, aber wann war so dieser Punkt, dass ihr das so gerafft habt? So, hey, das funktioniert so. Vor einer Woche. Nein, noch gar nicht eigentlich. Ja, Digga, das passiert halt einfach nicht. Du machst halt einfach so deine Musik und irgendwie kommst du über die Runden so. Hm. Ob es bei ihm halt ist, er macht halt einen Hook und geht skaten so. Hm. Und ich sitze dann halt noch so mittags und mach ein paar Tattoos so. Hm. Und mir halt so ein bisschen halt auch so diesen Lifestyle zu finanzieren, so weißt du, Essen zu bestellen, so weißt du, dann da mal einen Uber hinzunehmen und so. Ja, das ist irgendwo toll. So. Genau, das frisst natürlich auch viel Geld so. Und ja, dann mache ich halt noch nebenbei natürlich diese ganze Bolo Boys Geschichte, ich design da alles für so und auch mit Homes zusammen. Schaut das an Sekuro, also Sekuro ist auch jemand, der mir dabei sehr viel hilft. Ja, schaut das an Sekuro. Ja, auch guter Tätowierer. Hm? Alle meine Homies sind immer so. Das ist auch Sekuro Set. Ja. Hier. Was denn? Ja, hier. Gang. Okay. Und das sind die Tattoos von einem anderen Homie von mir, von zu Hause, Berlusconi, der mir auch immer. Der hat auf deinen Rücken gemacht, oder? Was? Der hat auf deinen Rücken tätowiert. Genau, der hat auf meinen Rücken gemacht. Das ist übrigens ein ganz mieses. Ja, danke, Bro. Also, es ist auch, den kenne ich auch schon ewig so. Also, was heißt ewig? Die Jährchen sammeln sich auf jeden Fall schon. Bro, die wichtigen Jahre. Ja, die wichtigen Jahre, so weißt du. Ja, und da gab es von der Seite gab es dann natürlich dann auch immer Support halt. Was Tattoos und Musik immer angeht, von denen. Ja, ich glaube, das sind nur teilweise auch an den Haaren. Ich weiß nicht, wie war es bei dir mit Mucke so? Nee. Also ich kenne ja deine ganzen Skater-Homies und die waren stehen ja alle so. Komplett dahinter. Ja, Bro, alle meine Skater-Homies haben dieses Gefühl, so, das war echt geil. Das war auch so, ich hab mich ja gestern mit Franz so, wir haben uns gestern mit Franz im Studio so ein bisschen besoffen und so, irgendwann gar keine Mucke mehr gemacht. Dann einfach nur Gin getrunken und irgendwie so in den tiefsten unserer Festplatten rumgegraben, aus englischen Tracks noch gefunden und sowas. Das war alles so richtig lustige Times, Digga. Irgendwie, da habe ich auch so gemerkt, so dass da auch, ich hatte auch erst mich so in meinem Freundeskreis etabliert, erstmal so meine Sachen gemacht und dann, wo ich so war, okay, mein Freund feiern ist so, jetzt kann ich auch, jetzt ist mir eh egal, also jetzt kann ich auch irgendwie anders das so zeigen, also so öffentlich machen. Mhm. Ja. Aber die haben mich immer alles supportet auf jeden Fall, die Suchi Family. Ich verstehe das jetzt gar nicht. Mach das nochmal aus, ja. Ey Bro, wir müssen das einfach so, er muss das alles filmen und wenn wir das, wenn das schneidet,
Also einfach so alles so zusammengeschnitten, wenn immer so Szenen, wie wir was machen, dann wieder so wie wir sitzen, so wie, ey, mach nur mal aus, weißt du? Das sind 20 Minuten. Ja, Digga, so weißt du richtig. Okay, das ist orange. Okay. Ja. Ja, das kann halt nicht die Möglichkeit sein. Gehen in den Club, bestellen sich Flaschen, 40 Gramm. Alle Bodies machen Tats, ja, ich scheiß auf, was du machst. Ich bin noch nicht Gold gegangen, doch deine Girls, sie nennen mich Schatz. Ich lebe unbeschwert, ich weiß, das ist nicht verkehrt, weil mein Geld, es wird versoffen und danach wird es vermehrt. Und danach wird es vermehrt. Und danach wird es vermehrt. Ihr arbeitet jetzt gerade an einem gemeinsamen Take, beziehungsweise ist es schon fertig? Ja, also, ist schon fertig. Ja, wir haben es schon irgendwie relativ lange fertig eigentlich, ja. Aber wir haben es irgendwie einfach vergessen hochzuhören. Also auch schon fertig gemacht. Ja. Ja, alles fertig. Ja, das ist ja krass. Ja, also das war also auch... Die Kamera hat relativ lange gemacht. Ja, safe. Man musste voll viel Bier trinken, um das Kamera zu machen. Wir wussten vorher noch nicht, was wir als Cover machen, dann kam die Idee, dann hatte ich die ganzen Pfandflaschen schon weggebracht und dann dachte ich mir so, ja toll, jetzt müssen wir schon wieder saufen. Ja, bei Nico standen jetzt in Zeit, weil es bestimmt so 300 Flaschen oder mehr, Bro, es waren so 500, 600. Boah. Ich hab die dann irgendwann einfach alle, ich hab so mega lange Pfand. Ey, das ist ja in Deutschland auch ganz anders gewesen. Ja, Digga. Alle so Pfand, ja. Und halt nur Glasflaschen, ja. Mhm. Also das ist ja, das ist halt auch mal eine andere Sache, so. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall eine ganze Zeit, ne? Na, wie ist das geplant? Also, wann wolltest du das raushauen oder so? 25. März kommt das. Okay, 25. März. Ja. Haben wir doch. Ja, das ja, klingt logisch. Haben wir doch gemacht, ja, was ich 25. März. Das war dieser. Poesie gemischt mit Bier. Ja. Das war der Donnerstag, hier 25. Ja, Donnerstag, 25. Ah, Donnerstag war diese. Ja, genau. Seine Schmiede. Ja, genau. Weil alle droppen irgendwie mal an einem Freitag, so. Ja. Deswegen Donnerstag droppen halt. Und von Mittwoch auf Donnerstag. Weil dann hört alle deinen Track und keiner hört nur die Tracks von den anderen. Normalerweise droppen ja von Donnerstag nach der Freitag, oder? Weil dann irgendwie da die Woche ja, zu so Playlisten gemacht haben. Release-Chart-Geschichte. Ach echt? Ja. Deswegen komme ich nie in Playlisten. Ich bin der, der ist in... ich bin in einer Playlist so irgendwann richtig spät mal hinzugefügt worden. So. Nee, das ist irgendwie so ein Algorithmus-Ding einfach. Und spielen alle mit, dann spielt dann jeder andere auch mit. Weil ja, das ist ja irgendwie, keine Ahnung. Ja. Okay. Ja. Versuch mal irgendwie, dass dieses Licht weiß ist und nicht blau. Pass auf, wir machen jetzt einmal. Okay. Einmal aus, okay. Nochmal. So, Leute. Und jetzt mach ich mein Bluetooth auch noch einmal aus. Okay. Machen wir zuerst die an, oder? Ja. Ist ja eigentlich egal. Ich leg mein Handy jetzt hier auf den Boden. Okay, warte mal. Wenn jetzt nichts passiert, dann müssen wir eigentlich noch einmal den unteren Knopf drücken. Und dann müsste es ja gehen. Ist Slipknot an? Ja, es ist Slipknot an. Ich wollte gerade eigentlich Slipknot anmachen, aber... Wie sind wir? Jetzt drück mal den unteren Knopf. Sieh, aber das hast du abziehen, was du so zeigen kannst, so Musiktechnik, oder was du zeigen wolltest, so? Ja, das kommt jetzt eh. Sollen wir diesen Volovoice-Track mal zeigen, den wir mit Fella und Jung gemacht haben, auf dem Beat? Also ihr könnt sagen, dass das Video halt vor eurem Release halt kommt, das... Ah ja, also, das, ja, das kann auch danach sein. Ja, diesen Andrew Extendo-Dings was. Ah, aber der ist so... Den kann man doch gar nicht hören über die Box. Das klappt nicht, Leute. Der ist so raw. Geht bestimmt. Ja, probieren wir es aber nicht. Schrei, hau an. Ja. Ja, und, nee, das ist immer das Problem. Wir nehmen halt immer alles raw auf. Ja. Ja. Und dann so exportieren wir das halt direkt so, wie es halt raw ist, ohne dass wir uns eigentlich so hörbar machen. Kannst du mir ein bisschen eher erklären? Ich muss sagen, ja. Also ich habe so. Mit so Musik jetzt habe ich echt technisch. Also so ganz viel, so die meisten Leute haben eigentlich direkt immer so ein paar Effekte auf der Stimme drauf, zum Beispiel so ein Equalizer oder Kompressor oder so, also so Sachen, die das so einfach lauter machen, hochbringen und so manche Sachen kannst du dann auch rausschneiden, so ein bisschen, so manche Frequenzen und sowas. Und basically, wir machen das halt gar nicht, wir nehmen halt einfach auf und machen dann einfach, wir nehmen halt einfach auf und dann ist halt so übelst leise und der Beat ist über der Stimme und sowas eigentlich, aber
wir wissen halt, was wir gesagt haben, und von daher ist halt trotzdem lit dann in dem Moment. Aber das Witzigste ist auch, dass meistens so Tracks sich einfach raw besser anhören als einfach das ist so witzig. Finde ich auch. Das ist so, keine Ahnung, man hat dann auch immer so eine Demo-Krankheit. Man hört dann diesen Track raw so richtig oft. Ja, ich glaube, man weiß, wie das vom Anfang an war. Ja, genau. So. Aber keine Ahnung, so ich finde, das hat auch drin so einen Bezug wieder zu diesem Oldschool-Hip-Hop-Ding, so weißt du. Da war es ja nicht anders, oder? Mhm. Boah, keine Ahnung, wie das da war. Ich kenne mich auch nicht mit der Technik aus. Der letzte Mensch, der sich mit Technik auskennt, so von höherem Aufnehmen. So, ich gehe einfach Logic Pro, mach das auf und sehe, okay, neue Command Duplicate die Audiospuren die ganze Zeit so. Und das war's, Digga. So. Ja, und jetzt kommst du aber auch erst vor reinfixen. So. Ja. Also, ich hatte auch bis vor einem. Ich habe jetzt immer noch wenig Ahnung, so, aber also ich habe so ein bisschen Ahnung, weil ich immer Nachhilfe genommen habe, mäßig für so Sound Engineering und sich selber aufnehmen. Und ja, damit ich das halt alleine machen kann. Ja. Ist auch wichtig. Aber bis vor einem Jahr hatte ich auch gar keine Ahnung. Wir haben einfach mal irgendwie Hauptsatz nimmt auf, Hauptsatz. Weißt du? So, ja. Aber schon immer mit Beatboot, hat sie mal. Ja, klar. Ja. Also ich nehme meinen 30 Euro USB-Mic auf. Ja, es funktioniert eigentlich. So, Hauptsache, du hast irgendwas, wo du in dem Moment so. Den Moment capturen kannst du. Ja, genau, wie du das irgendwie den Moment so ausdrücken kannst und dann kannst du dir auch so Sachen einfach dran merken und das irgendwie weiternehmen. Ja, so machen wir. Das ist. Man, fuck Andrew! Shout out Andrew Extender. Ja, Mann. Der Fick André! Ja. Digga, die muss ziehen. Scheiß auf deinem Band, Übernahme dir. Ich will mit der Gang im Garage spielen. So wird sich das Macho Dance, so wie Charlie Sheen. Und meine Brüder sprechen, Bolo, deinen Namen viel. Bolo in mein Bauch, glitch auf mit drauf. Schlüssel einmal kräftig, Bolo, schütz, hier bin ich mehr nach Haus. Auf mein Geld, jetzt mein Hack, der Track war Trash, wer das gedacht hat. Deine Jungs sind Karo, bin durch meine Jungs sind Bolo Sack. Oh Junge, der was ist so hart, ich bin deine Freundin. Und dann macht er einen Elbstest. Zeugen, der du hältst, steht dem Fütchen auf deinem Flex-Tell und positiv auf Bolo, auch kein Schnauze. Heute Lyrics, viele Kids werden meiner To-Do-List. Ich halte mir eine miese Bitch und zeig mir mein Tabus-Bitch. Nimm diese Affen-Küchen-Flat, die Füße in meinem Mund ist. Schmeckt die Bolos auf, ihr Tillys flexe wie ein Kopf-Pest. Sag die Bolo aus, mir aus der Texte kind. Doch du bist Opa mit deinem Sound, das ist wichtig. Du machst die Ohren besser auf die Kabo ewig. Ich bist du fucking komisch. Ich sag, ich will besitzen alle miteinander an den Tisch. Ihr Snitches, zeig mir nicht mal an, wie ein Off-Fans. Wir sind Brüder, super Tänzer. Bro, ihr seid Brüder mit Spaghetti. Irgendwann bestimmt, wenn wir es mal fertig haben. Da haben wir ja noch gar nichts gemischt, so richtig zum Beispiel. Ja, oder haben wir einen Track gemischt? Nee, doch. Aber zwischen alle Tracks. Wir haben einen Mixed Master, Bro. Zwei haben wir sogar. Den ersten, Bolo Boys Meetup und den, den wir bei Franz gemacht haben. Ah, okay, safe. Ja, was? Nee, ob näher fertig? Ich weiß nicht. Wir haben, wollen noch so ein paar andere Sachen mit reinmachen. Ja. Also so. Aus ein paar Skits und sowas. Ja, okay. Wir haben voll viele geile Sprachnachrichten so von Freunden von uns, und die vielleicht so als einzige Sachen dazwischen hauen. So. Ja. Ihr müsst euch die eine geben von Bächtig, die ist so gut.
Deswegen, wir müssen leider alles noch arrangieren, aber wir haben halt so einen richtig großen Haufen von Tracks da auf jeden Fall. Okay. Die gehen halt alle über Bolognese. Nee, Digga, das ist schon richtig. Ich hab so der Bächtiger, das ist spannend, hab ich in unsere Gruppe reingeschickt. Das ist einfach zu geil, wie seine Alexa, weil er hat so immer so Beef mit seiner Alexa. Und hat die einfach angefangen so zu furzen. Und er hat gesagt, hör auf, und so, mach die ganze Zeit weiter, dann müsst ihr das anhören. Okay. Verhindert, der kommt. Oder sagt es nicht mal Alexa. Zufällig. Das war einer der Marke Wasserstich. Ich schwöre jetzt mal selber. Oder sagt zufällig. Alexa, kann ich mal einen Kackfrechenfurz hören? Hier kommt ein Kackfrechenfurz. Frag mich doch mal nach. Digga, ich höre mich auf. Alexa, ist gut jetzt. Oder sagt zufällig. Ist gut! Alexa! Alexa! Bevor du zum Beispiel ist, ey. Ich hör's. Digga, Magic ist einfach zu genial und zu asozial auf einmal, Digga. Göttlich. Ey, das krasseste ist einfach nur so, wie einfach. Alexa! Die ganze Zeit, auch wenn du zum Beispiel zu Hause bist, diese Alexa funktioniert einfach nicht so, weißt du? Sagst du, komm mit meinem Handy. Und dann machst du die Musik an. Und wenn du den Song anmachst, dann kommt mitten im Song so. Gekoppelt mit iPhone von Nico und sowas. Und dann so, dann wenn sie die Webdienste benutzen wollen, gehen sie auf amazon.de/Alexa und sowas. Dann labert die so voll lange den ganzen Song durch. Die ganze richtig asozial. Ja, Digga, das die Alexa von Wächtiger ist auf jeden Fall Legende. Ja, sie hat ein bisschen zu viel. Da ist wahrscheinlich oft mal ein Bier drüber geschüttet worden. Ich kann mir so Magic vorstellen, wie er voll besoffen so nach Hause kommt und seine Alexa erstmal so ein Bier gibt. So, so, da müssen wir umstellen. Jetzt ist warte, das war hellblau. Ja, genau, weil der Bluetooth noch nicht verbunden ist. Jetzt ist der. Ist das iPad noch an? Ah, Leute! Ihr killt mich einfach. Was? Ja! Yay! So, das iPad ist auch raus. So, das heißt, vielleicht müssen wir den Knopf jetzt aber nochmal drücken. Ja, okay. So. Digga, das kann doch jetzt nicht sein, Alter. Dass wir jetzt hier immer noch sitzen. 10 Minuten Aufnahme. Ja. Weiß mal halt. Fehlen doch schon mal 10 Minuten. Das, ja, so, wir brauchen neue SIM-Card. Alles in 4K hier. Wir haben gesagt, wir schneiden das dann so dazwischen immer so. Wir machen das ganze Interview und dann so dazwischen immer wieder, wie wir hier sitzen, so. Ja, das kann doch nicht sein. Das iPad ist noch ein bisschen. Geil an Wien, Alter, mit diesem kleinen Hügel und großen vor allem. Mit den Steinchen ist ein bisschen ass, Alter. Also gestern hat fast mein Arm gebrochen wegen Steinchen, Alter. Schaut euch mal bitte mal auf der Wand um und sucht mir einen Schuh raus, den ihr richtig ugly findet. Oh, das ist eine geile Challenge. Ja. Und einen, den ihr nice findet. Und einen, den ihr nice findet, für aber den jeweils anderen. Das ist geil. Ja, okay. Ich schon einen, den ich nice finde für Marco. Das ist der, den ich nice finde für Marco. Wobei, dir ist immer voll schwer zu sagen. Ja. Du bist ein übelster Hater. Ja, Digga, Boah, Junge, welche finde ich? Ich suche erstmal einen für dich noch raus. Ich suche erstmal einen, den ich richtig ugly finde. Ich gehe direkt erstmal zu der Wand mit den Yeezys. Bro, der ist, ich weiß, den würdest du irgendwie feiern, auch wenn du kein Jordan-Fan bist, Digga, aber einfach von der Art, wie der ist. Ja, so ein Bruder ist ja auch noch ein Beispiel. Den würde ich. Na, ich glaube, der wäre auf jeden Fall keiner, den viel feiern würde. Also, ultra ugly finde ich die zum Beispiel jetzt auch nicht. Ich habe irgendwie nicht so die Beine zu denen. Ich weiß nicht, Digga. Also, über Ugly finde ich halt sowieso. Also, der, ich finde, der ist einfach jeden richtig. Aber der ist am krassesten. Ja. Der ist am krassesten. Den kann ich irgendwie. Digga, da bin ich tatsächlich schon wieder. Das ist so gefühlt noch der niceste. Naja, Digga. Ich finde aber nur so von dem, wie der oben aussieht, weißt du nicht mehr. Sieht halt aus wie so ein Fisch, Digga. Ja, Digga, liebe es. Ich feier Fische, Bro. Normal, Digga. Fische sind mies. Die sind super schön und schmecken gut, Digga. Ich finde den bei dir auch krass zum Skaten so. Der war auch heftig.
Welche ich? Ja, Logan das selber richtig geil finde. Ja. Also den würde ich nie performen, aber ja, ist halt der, einfach nur wegen der Idee, dass es halt so stupid ist, dass halt einfach da Papier drüber ist und das halt abgeht. Ja, das muss ja, das man das mit dem auch nicht löst. Ja, da. Den kannst du so, das ist wie so, so Tape. Guck mal hier, wie so Toilettenpapier quasi. So, pass auf, der ist jetzt schon zwei nie weniger wert. Das ist bloß echt. Das ist aber, Digga, was ist das denn für einer, Digga? Der ist ja okay. Bro, stell dir vor, du machst den so besoffen kaputt. Ja. Das ist, man ist schon ein bisschen mehr. Der ist ja wild. Also, wenn du Bier rüberschüttest, geht das Papier auch ab. Ja, das ist aus eigener Erfahrung. Digga, das ist schon. Hast du den? Ja, ja. Und ey, was ist da für eine Color drunter? Da gibt es so zwei, das ist so einer mit so ein bisschen so dunkler. Und du siehst das hier so an den. Das ist so Nähten orange hier. Genau, so hier, das ist so rot. So rot-orange. Mhm. Dann ist das hier zum Beispiel so grün. Der Swoosh ist schwarz. Okay, ja gut, dann ist aber. Ja, eigentlich muss es dann eh aber irgendwann ab, so das ist schon. Also ja, also spätestens wenn das schmutzig ist. So, aber kann ich den auch mal anprobieren? Ist es deine Größe? Ich weiß es nicht. Der ist aber wild, Digga. Das ist 39, das ist sehr eng. Hast du den 49 da? Fabian? Ja, hallo. Haben wir von dem noch andere Größe, ne? Schon. Wenn er mit diesem Magnetik, das ist urblöd. Jetzt ist gerade ja so ein Schneesturm in Deutschland. Und wir warten gerade so ewig auf diese Magnete, weil wir eigentlich so zwei bräuchten. Ja, sehe ich schon hier. So Physik, so, ja. Funktioniert ja nicht so super. Aber ich finde den auch irgendwie arg wie die Idee. Aber ich bin auch nicht so, ich glaube, es wäre mich voll viel verhält, aber ich feiere auch irgendwie keine Air Force, Digga. So. Ich weiß nicht. Weißt du, was eigentlich da auf dem Knochen oder sowas? Ja, das, ja, das ist ein Fuß, Digga. Ach, Lava! Oha, Digga, ich dachte, das wäre entweder das wär so Qualm oder sowas, aber nee, abstrakt. Ja. Also für welchen Schwab soll ich entschieden? Boah, der ich finde den irgendwie nice. Ich finde den übertrieben nice, weil er halt diesen Jeansstoff hat, Digga. Und halt diesen OG Dunkway hat mit diesen fetten Schlüsseln. Ja, ja, das ist so dieses. Also, wie gesagt, für Fiji würde ich sagen, der oder halt dieser Luck Jordan so ein bisschen. Aber ich finde, ich feiere halt keine Jordans, das weiß ich. Ich würde halt selber den sagen. Ja, irgendwie. Ja, der ist so. Ich würde halt bei dir den hätte sagen. Hätte ich aber gar nicht gedacht, tatsächlich. Ich würde halt bei dir den sagen, ne? Ja, ist aber das, ich wusste auch schon, dass du den feierst, Digga. Das war, schon, war easy way, Digga. Ja, das ist voll leicht, ja. Mein Dank ist mal für schön. Das ist halt auch der Rust away. Ja, ugly, wie gesagt, safe so jeden easy einfach. Ja, wirklich. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ganz einfach. Ich würde sagen, so aller arglichsten ist ein Gefängnis. Also ich schwöre, wer den rockt, sorry, ich kann es nicht ernst nehmen. Wenn der so abliebt. Obwohl vielleicht, na, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du das, dass es irgendwie nice aussieht, so weißt du, ich meine. Aber keine Ahnung, der ist halt aber so abliebt, der ist aber dann nice, so weißt du. Ja, der ist geil. Einfach mit diesem Weed-Teil hier. Ja, so. Mann, Digga. Komm, lass das mal austesten. Wir müssen das zensieren im Video dann. Ja, lass das zensieren. Ich will einfach mal gucken. Nicht, dass nicht nachher noch irgendein 12-Jähriger einen Schuh holt und dann muss er nicht. Boah! Boah, Junge, dieses Haze! Von wegen Dank, Digga. Dank high, Dank low. Dank low. Dank low, Digga. Boah, da muss ich auch noch diesen einen da, diesen Nike-Joint denken, den du mal bekommen und den. Ja, stimmt, stimmt. Letztes Mal, wo wir bei euch im anderen Store waren. Ja, stimmt. Boah, Junge. Guck mal, ich kann den so gut schauen. Boah, ja, der passt sogar. Das ist sogar deine Größe, ja. Guck mal, machst du einfach so. Und dann sagst du so: Bruder, willst du ein bisschen was smoken? Bruder, willst du ein bisschen Bruder, was? Ein bisschen Arbi? Ein bisschen Arbi? Bruder, ich kann dich abfucken hier. Boah, du brauchst mal keine Neufe mehr. Das ist ein Digga. Der ist schlecht hart, Bro. Der ist schlecht hart, Bro. Boah, und dem skaten wir auch echt asozial, Digga. Ja. Ich glaube, so mit, ich glaube, der würde sich am krassesten skaten, Bro. Der hat so. Und dann ich. Ja. Jungs, typisch. Sorry. Digga. Der hat so richtig geilen Stoff, Bro. Ich glaube, der würde einfach nicht Schrott geben. Glaubst du? Ja. Das ist so. So war nicht das gut? Wildleder, ja. Wildleder. Heißt das ist Wildleder? Heißt das Suede oder so? Oder das ist. Suit. Ist Suit? Suit oder so. Bro, ich glaube es heißt Suede. Suede? Ich glaube, man spielt es mit Suede aus. Ja.
Ah, ich hab's. Hast du? Ich hab's. Nein, warte, warte, warte. Ich bin verbunden, Digga. Ja? Ich bin verbunden, original. Ich hab's geschafft. Es war auf einmal einfach da. Ja, ich bin verbunden. Ja. Oh mein Gott. Watch, endlich, Digga, endlich, Digga, nach 10 Minuten. Easy, lass mal drüber gehen. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Also, eine kleine Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Ich habe Schokolade. Mann, Scherz, ich habe Schokolade. Das einzige heißt, Süße, was ich da habe, sind Energy Drinks. Ja, okay, ich bin wieder hier. Entschuldigung. Haben es probiert. Die Schwerkraft steht über uns. Das ist eh letztes Geburtstag, aber ja, okay. Du hast euch ein T-Shirt rausgeschoben, das yes. Ja, ja, klar, dass wir das nehmen, oder? Komm, es ist Valentinstag, Leute. Also. Ich habe übrigens erst vor 2 Stunden gecheckt. Und hast du irgendwie ein Mad gemacht, oder? Was? Nee, eigentlich nicht. Na, denn. Steht denn die Größe drauf? Scheiße. Ich nehme auf jeden Fall das mit dem Bier drauf. Echt? Ich nehme auf jeden Fall das mit dem süßen kleinen Teufel drauf. Das passt zu dir. Ja, ich bin auch süßer kleiner Teufel. Was für eine Größe? Ich brauche eine L auf jeden Fall. Ich brauche eine M. Das ist eine L. Guck die drauf. Ich bin Fabian. Fabian holt schon, ja. Ihr, also das letzte Mal habt ihr auch kurz, ich weiß nicht, ob das heimisch ist, ich schätze mal, wenn ihr nicht drüber reden wollt, sondern redet nicht drüber. Aber polo-sporttechnisch wollt ihr ja auch ein bisschen mehr Zeug rausballern. Ja. So was kann man erwarten? Was ist so im Plan? Soll ich dir zeigen, oder? Lass mich mal kurz jetzt. Gibt's schon so Samples? Ja, also die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich das letztens schon gezeigt habe. Nee, also so gesehen, also ich habe nur gehört. Okay. Gesehen habe ich noch gar nicht. Also es kommen auf jeden Fall, also was ich jetzt gerade in Planung habe, sind so Baggies mit so einem Sticken drauf, aber das muss jetzt nicht jeder. Das kommt als nächstes, das ist ein Pulli, den ich selber gemacht habe. Okay. Im Schnitt hat Dennis Rana mir geholfen. So, da ist halt dann so ein Logo drauf, ich zeig dir mal das Logo. Das ist einfach so diese Pumpstöße. Guck mal, wie Stone-Tunes, Digga. Guck mal, richtig geil, Digga. Das ist, ja, Alter, das ist halt so richtig auf die Seite. Ich hätte das voll gerne auf dem Board, Bro. Ja, das können wir auch machen, Digga. So. Wer hat das gemacht? Also so das, die Arts? Das hab ich vorgezeichnet und dann hat das ein Kollege von mir so in dieses, so in diese Jamba-Optik halt rumgesetzt, so, weißt du. Dann schon mal M. Ja. So, das kommt jetzt als nächstes. Ich habe jetzt gerade auch den, weil ich habe halt gesagt, ich will von diesem ganzen Merch-Ding halt weg, so weißt du, von diesen ganzen Gilden-Sachen und sowas. Ich will wirklich was machen, so richtig vor der T-Shirt, weißt du. So, ich will wirklich so auf diese, keine Ahnung, auf diese. Dass jemand damit skaten kann, hinfallen kann, das genau, ist nicht im Arsch. Genau, und dass du auch wirklich einen Pulli anziehst und der ist wirklich warm, so weißt du. So, weil ich kenne das ja selber so von mir, so trage viel Fashion und so. Gerne. Und ich glaube, passt eh, Digga. Ich try nachher nochmal safe an. Nee, ich mag eher so ein bisschen kürzer. Ja. Ich try gleich nochmal an. Nee, so ich würde auch so ein bisschen nachhaltiger sein. T-Shirt, den du hast, was eben nicht nach 5 Mal waschen gemeint ist. Genau. Ja, alles ja aber auch diese, also die Dinge, kommt durch die Syrup-Shirts. Sind schön dick. War auf jeden Fall noch ein bisschen. Das, wo es ankommt. So, weißt du? Und es ist beer-related, ich meine, hallo. Das ist auch egal, sind das. Auch stabil. Ich hoffe, es wird irgendwie eine klare Gerät kriegen. Aber dürfte eigentlich nicht passieren. Ist ja. Ja, danke, Bro. Vielen, vielen Dank. Von Valentinstag. Was ist auch mehr Kaffee. Willst du auch noch einen? So eine Mate? Ich nehme bei deiner einen Schluck. Ja, ist gut, Bro. Du kannst teilen. Das ist gut, meine ich. Hinten sind noch genug. Ja, nee, ich habe irgendwie so. Ich kann nicht viel Kaffee trinken, Mann. Nicht? Wieso denn? Ich bin irgendwie von Natur aus voll hyped und ich bin froh, wenn ich das so unter Kontrolle habe. Ich will kein Koffein mehr trinken. Außer so Kaffee morgen. Gestern seit langer Zeit mal wieder einen Energy Drink getrunken. War auf jeden Fall nicht so nice. Echt? Ja, bei David. Und war so. Ich hab bei Münder? Ja, bei Münder, Digga. Er wollte eigentlich auch noch kommen. Die Legende. Ey, der hat wirklich alles zu Hause. Ich war so, boah, Bro, weißt du, was richtig geil wäre? Jetzt so.
Also ich bin erstmal zum Ring gekommen, weil ich die Tattoo-Liege wieder mal holen wollte. Mhm. Und dann meinte er so, ey Bro, ich hab Bolo gekauft. Ich so, oh geil. So, er hat Bolo gekauft, wir essen Bolo. Ich so, Bro, dann haben wir irgendwie angefangen über Lego zu reden. Ich so, boah, ich hab grad richtig Bock, ein Lego-Set aufzubauen. Sagt er so, ja, alles gut. Ja, ich hab eins hier, was ich für euch aufgemacht hab. Holt er aus dem Schrank so ein Lego-Set. Wir bauen so ein Lego-Set auf. Was hat er? Was hat er? Von Lego Creator, so ein Roboter mit so Lichteffekten und sowas. Haben wir bei dem aufgebaut. Und dann für ein geiles Pass auf, ich so, boah, ich, so, hast du irgendwie einen Energy Drink? So, natürlich, ich mach Kühlschrank auf, voller Monster Energy Drinks. Ich so, okay, nimm mir einen. Und irgendwann ich so, oh, morgens geht's. Ich hab voll Schmerzen in meinem Oberschenkel. Und der so, ey, kein Problem, ich hab diese Massage ganz. Harut, der ist auch aus. Und so, ja, irgendwie die Stars und sowas, Digga, der hat alles bei sich zu Hause. Digga, das passt wie so ein Amazon-Lager da. Oh, ich glaube, ich brauche einen Live-Advice von ihm, Digga. Ich glaube, er hat safe. Ja, safe. Der würde jetzt. So, auch legendäre Spornachricht von ihm. Weiß jetzt nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt, aber hat er relativ öffentlich auf Instagram auch gepostet. Ja. Also, aber müssen wir mal kurz auseinanderkommen, bevor. Ey, die Spornachricht ist echt richtig king. Weil er sagt so. Und er ist so, ja, ich sag dir dann wegen Arbeit und sowas, ne, Bescheid, wann ich kann. Und dann auch immer so. Jo, Nico, wenn wir letztlich geschrieben haben, dass ihr einen Job habt, einen Arbeitslos und eine Woche, hat es erledigt. Ich bin gerade kündig geworden. Und ich so. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. So ist er. Zu krass, Digga. Ich bin gerade gekündigt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit so einem Straße läuft, mit so einem Bruder. Er ist die Straße runtergefahren mit einem Skateboard, wo 4 Otterkringer-Paletten drauf waren. So, ich habe da sogar noch ein Screenshot, wo er einfach sagt: so, ey, ich bin heute gekündigt worden. Und dann ist einfach so ein Bild davon, wie er so mit so 4 Otterkringer-Paletten. Ach, so. Warte, wo ist das? Hier. Bin wieder arbeitslos, falls wer Job in Wien hat. Leute, wenn ihr das guckt und ihr seid Arbeitgeber, stellt ihn ein, schreibt Müller DM. Ja, aber ein geiler DM. Das ist ein ganz süßer Junge. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Geht eigentlich bei dem. Er wollte eigentlich auch noch kommen. Okay, und dann wollt ihr noch irgendwas der werten YouTuber sagen? Also sonst hätte ich gesagt, wir skaten. Check das Tape von Fiji und mir. Poesie gemischt mit Bier am 25.03. Genau. Hoffentlich. Aber ja, das ist der 25.03. Check das aus. Genau. Nice. Check Bolo Boys aus. Ja. Check Syrup.at aus. Und habt eure Mitmenschen lieb. Ja, genau. Ja, vor allem das. Und entgegnet ihnen immer mit Respekt und Liebe. Polar Pants im Altbau. Ich halt nicht ins Du. Es zerreißt mich jetzt von innen. Alle denken, mir geht's gut.